Dann würde ich gerne, bevor ich überhaupt etwas sage, mit der ersten Frage gerne anfangen. Ob ihr die gerade einblenden könntet und dass alle die einmal beantworten. Dankeschön. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr als diese vier Gefahren, aber muss ja irgendwo mit anfangen. Ja, und wie man sieht, sind die Teilnehmenden damit schon sehr vertraut und die Antworten kommen ziemlich schnell rein. Wir haben im Moment 116 Teilnehmende und davon haben jetzt schon die deutliche Mehrheit sich beteiligt an der Frage. Ja, nee, super. Dann, dann muss ich, glaube ich, auf den Knopf drücken und Frage beenden. Das kannst du gerne machen Okay, und die Ergebnisse dann eben auch freigeben. dann gebe ich die jetzt frei. Nee, wie geht das? Jetzt steht da Ich frei. glaube, die sind jetzt von Emily schon Okay, sehr gut. freigegeben. Sehr gut. Genau, also wie ihr seht, ist die klare Antwort, das Klima. Wandel die größte Gefahr ist für die Menschheit. Und das genau, dem ist natürlich auf verschiedenste Ebene zuzustimmen. Allerdings habe ich nicht von ungefähr auch die Rolle von KI und genauer gesagt die Rolle von KI in zwei verschiedenen Dimensionen mit reingebracht. Da gibt es natürlich diese teilweise etwas abstrakte Gefahr, dass Generalized Intelligence uns übernehmen könnte, die tatsächlich gar nicht komplett aus der Luft gegriffen ist. Die andere ist dann aber die konkretere mit den sozialen Medien und der Polarisierung. Und die ist meines Erachtens tatsächlich akuter noch als die vom Klimawandel. Und die hängt auch zusammen mit dem Klimaschutz am Ende. Und warum das zusammenhängt, dazu bitte ich jetzt um etwas Geduld, weil dafür mache ich jetzt den Vortrag, um das ein bisschen auszubreiten. Sehr schön. Fange jetzt an mit der Rolle von der Digitalisierung und spanne den großen Bogen, warum Digitalisierung wichtig ist und eine zentrale Rolle spielt, auch für den Planeten, also auch für das Anthropozän. Ich möchte anfangen erstmal mit der Ausgangslage von der Klimaschutzperspektive, nämlich dass wir immer noch im Zeitalter der fossilen Ressourcen sind. Das Zeitalter ist charakterisiert im Wesentlichen dadurch, dass wir immer noch und zwar immer noch mehr von den fossilen Treibstoffen verbrauchen und das sind in erster Linie Kohle, Gas und Öl. Das ist die Ergebnisgrafik vom IPCC, vom Weltklimarat. Und diese Grafik sagt, dass wir eben die Treibhausgasemissionen noch weiter ansteigen. Sie steigen, sie sind seit 2019, sind die, von 2010 bis 2019 sind die um 12% gestiegen und von 1990 sogar über 50% gestiegen. Was man sehen kann, dass die Emissionen etwas gesunken sind in Bezug auf der Geschwindigkeit, wie sie ansteigen, nämlich 2% in den Nullerjahren und nur 1,3% zwischen 2010 und 2019. Das heißt, es könnte sein, dass es sich etwas verlangsamt, aber diese Verlangsamung ist natürlich kein Grund zur Beruhigung, denn was wir eigentlich brauchen, ist, dass die Emissionen bei Null sind. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie die Emissionen stabilisieren, sondern dass wir die jährlichen zusätzlichen Emissionen gegen Null runterfahren. Das ist der sogenannte Badewanneneffekt. Also die Badewanne droht überzulaufen und das Überlaufen ist im Wesentlichen die Klimakatastrophe. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn die Badewanne nicht mehr in vollem Tempo zuläuft, aber wenn die halt etwas langsamer zuläuft, dann wird es am Ende auch zur Klimakatastrophe kommen. Das heißt, wir müssen die Emissionen auf Null senken und zwar ziemlich schnell. Was diese Grafik auch zeigt, es geht nicht nur um CO2, es geht auch um andere Nicht-CO2-Treibhausgasemissionen, wie zum Beispiel Methan. Methan ist kurzlebig. Das heißt, dass man, wenn man jetzt es schafft, Methanemissionen zu reduzieren, tatsächlich sofort auch einen messbaren Effekt auf die Temperatur hat oder auf die Verlangsamung des Anstiegs. Das sind also die negativen Nachrichten. Es gibt aber auch eine sehr positive, nämlich, dass wir jetzt
in einer Zeit sind, wo die Ökonomie auf Seiten des Klimaschutzes ist. Was sehen wir auf dieser Grafik? Wir sehen im oberen Panel sehr, sehr schnell sinkende Kosten von den erneuerbaren Technologien, insbesondere von PV, also Wind, von Solarenergie, aber auch Windenergie und dann Batterietechnologien von elektrischen Fahrzeugen. Diese Kostenkurven gehen innerhalb von 10, 20 Jahren um 85% runter. Und das Wichtige ist, die sind jetzt in diesem grau markierten Bereich oder sogar darunter. Dieser grau markierte Bereich stellt die Kosten, die Levelized-Kosten der Energie von fossilen Energieträgern dar. Das heißt, wenn die Erneuerbaren darunter sind oder auf gleicher Höhe, dann sind die Kosten kompetitiv. Und damit wird es keine Frage mehr von, wir müssen für Klimaschutz extra zahlen, sondern ja, wir machen Klimaschutz sowieso, weil es das kostengünstige ist. Das bedeutet, dass wir im Energiesektor die ökonomischen Argumente komplett auf der Seite des Klimaschutzes haben. Und das ist eine gute Nachricht, sowohl im Elektrizitätssektor als auch im Transportsektor als auch in den Gebäudesektor ist die langfristig sinnvolle Investition immer auch die klimaschützende, auch aus der individuellen Sicht. Das heißt also, das batterieelektrische Auto spart Kosten oder wird es in kürzerer Zeit auch tun, weil es im Gebrauch noch spart. Und genauso im Gebäudebereich sind die Wärmepumpen, die ja sehr in der Diskussion waren, auch das sinnvolle Instrument, weil sie ganz viel Energie sparen. Das gesagt, wir sind allerdings nicht auf dem Pfad, wenn wir die Ziele, also es ist noch nicht mal das, was wirklich passiert, sondern die Ziele angucken, die sogenannten National Determined Contributions, NDCs, die sind nämlich auf dem roten Pfad und der rote Pfad ist nicht ausreichend, das ist ja nur eine Stabilisierung der Emissionen. Und was wir wirklich machen müssen, ist, dass wir auf null kommen müssen. Das sehen wir auf diesen Pfaden in dem blauen und dem grünen Bereich. Das heißt, wir müssen die Emissionen stärker und schneller senken. Wir müssen bis 2050 eigentlich auf null runterkommen. Das bedeutet tatsächlich, dass wir in 2030, also in 7 Jahren, um 45% die Emissionen senken müssen. Das ist extrem krass. Das bräuchten wir für einen 1,5-Grad-Pfad. Das zeigt die akute Notwendigkeit das ist natürlich das, was auch die jüngere Generation weitaus klarer sieht, als es zum Teil in der Politik auch präsent ist, dass wir eben nicht einfach noch warten können, nicht einfach noch warten können, bis in 10 Jahren nochmal irgendwas in der Technologie etwas besser funktioniert, sondern wir müssen jetzt die Emissionen senken. Bei all dem Fatalismus, den will ich eigentlich nicht aufkommen lassen, und zwar deswegen, ich weiß nicht, ob wer das mitgekriegt hat, aber die Datenlage ist relativ stabil, dass China, der weltgrößte CO2-Verschmutzer, dieses Jahr Peak Emissions erreichen wird. Also das heißt, ab nächsten Jahr geht es in China nach unten. Und das ist eine extrem positive Nachricht. Das ist eine Nachricht, die auch in diesem roten Pfad gar nicht eingepreist ist. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass es tatsächlich, dass wir auf einem optimistischeren Pfad sind als hier in Rot angezeigt. Dazu kommt, dass auch die International Energy Agency davon ausgeht, dass global gesehen in den nächsten Jahren die Emission den Peak erreicht haben wird und es nach unten gehen wird. Das heißt nicht, dass es ausreichend ist. Das heißt aber auch, dass wir weder gibt es Grund zum großen Jubeln, noch gibt es Grund, total fatalistisch zu sein, sondern es geht jetzt darum, das, was in die richtige Richtung gerade umschwenkt, zu beschleunigen, sodass die 2030-Ziele noch in Reichweite kommen. Hier nun noch eine weitere positive Nachricht. Und die positive Nachricht ist, dass wir als Endnutzerinnen viel Emissionen einsparen können. Wir nennen das nachfrageseitig, andere nennen das Suffizienz. Das ist nicht genau das Gleiche. Ich werde kurz gleich dazu sagen, warum. Aber auf jeden Fall dadurch, dass er am Ende wir auf einer etwas anderen Art leben,
die Emissionen bis 2050 sehr groß einsparen können. Und diese 40 bis 70%, die ich hier angebe, die liegen noch nicht da, die Umstellung des Elektrizitätssektors auf Erneuerbare. Das ist nur die Nachfrageseite, ohne dass sich am Treibstoff was ändert. Es gibt also die Möglichkeit, 40 bis 70% einzusparen, und gerade durch den Lebensstil. Gehen wir kurz durch. Die blaue Farbe kodiert hier für Verhaltensänderungen, die rote für eine Infrastrukturveränderung und die gelbe für eine veränderte Technologienutzung bei der Endnutzung. Bei Nutrition, also bei der Ernährung, gibt es den größten Balken, das ist der blaue Balken. Das ist eine Ernährungsumstellung von fleischbasierten auf pflanzenbasierten Produkten. Enorm viel. Das war ja schon immer bekannt, dass das eine wichtige Strategie ist. Die Größenordnung war mir selbst auch nicht klar, bevor wir in die Daten hier reingegangen sind. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Treibhausgasemissionen einzusparen, indem weniger Fleisch gegessen wird und mehr pflanzenbasierte Gerichte gegessen werden. Dann gehe ich kurz auf den Bereich ein, der jetzt für uns wichtiger ist noch, weil es ja auch um Städte geht heute. Das nenne ich hier Human Settlements. Human Settlements deswegen, weil es nicht nur Städte gibt, sondern natürlich auch Dörfer. Und warum sollten die ignoriert werden? Auch die Dörfer sind wichtig. Das ist wiederum unterteilt in Landtransport und im Gebäudebereich. Und im Landtransport sehen wir einen größeren roten Balken, das ist die Infrastruktur. Warum ist die Infrastruktur hier so wichtig? Man könnte auch sagen, ja, verzichtet doch einfach aufs Autofahren. Aber so einfach ist das hier nicht. Wir wissen, dass viele aufs Auto angewiesen sind, dass sie keine gute andere Alternative haben. Und deswegen dieser Bereich Infrastruktur. Es geht darum, die Städte so umzugestalten, dass es einfach ist, andere Transportmittel zu nehmen. Und zum Beispiel bedeutet es für das Fahrradfahren eben Sicherheit. Deswegen dieser Fokus auf sichere und baulich abgetrennte Fahrradwege. Und dann der gelbe Bereich ist natürlich trotzdem wichtig. Das ist dann die Elektrofahrzeuge. Die sind auch sehr ein wichtiger Beitrag. Da würden auch explizit sagen, Fahrzeuge, nicht nur Autos, sondern gerade auch mit Elektrofahrräder, die gut dazu geeignet sind, dass ein täglicher Weg zur Arbeit zum Beispiel von auch über 10 Kilometern relativ komfortabel zurückzulegen ist. Im Gebäudebereich ist der gelbe Teil nochmal größer. Das sind dann solche Sachen wie effiziente Isolierung der Häuser oder von Wärmepumpen. Gut, ich gehe dann mal weiter und zwar in Richtung der KI und welche Rolle die eigentlich spielt für den Klimaschutz. Da gibt es drei verschiedene Ebenen, die sind hier dargestellt, A, B, C, A von innen nach außen. Die inneren, das sind die Effekte der Computer selbst, der Computernutzung auf das Klima. Und das sind im Wesentlichen Aspekte, wie die Datenzentren oder wie die Rechenleistung, die gebraucht wird, zum Beispiel für die Algorithmen, um die zu trainieren. Das andere, das B, das sind die Nutzung davon, also die Nutzung von KI, zum Beispiel sagen wir im Gebäude, im Transportbereich für die intelligentere Steuerung von Transportnetzen. Und diese Nutzung, KI wird genannt General Purpose Technology, es ist eine Technologie, die für alles eine Anwendung findet, die findet im Guten und im Schlechten statt. Aber im Wesentlichen kann in allen Klimaschutzbereichen kann auch eine KI eine Anwendung finden, um die Lösungen besser, schneller oder genauer auszugestalten. Und dann gibt es die weiteren System-Level-Impacts, zum Beispiel auch die Rebound-Effekte oder die anderen systemischen Effekte, wenn zum Beispiel wir mehr im Internet unterwegs sind und dann nochmal ein unterschiedliches Konsumverhalten zeigen. Das sind Effekte, die auch berücksichtigt finden sollten. Ich gehe jetzt durch diese drei Levels alle genauer durch. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist, was auch Lifecycle Assessment genannt wird. Und was wir hier sehen, ist eigentlich eher, wie groß ist denn jetzt der Anteil
von Datenzentren, also da ist, wo die ganze Energie verbraucht wird für die Rechenleistung. Wie groß ist der eigentlich am Klimawandel oder genauer gesagt an der globalen, am globalen Elektrizitätsverbrauch? Und die Zahl ist halt 1%. Also wir sind derzeit bei 1%, vielleicht auch bei 1,4%. Das ist die Größenordnung des Verbrauchs. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das jetzt? Vor allen Dingen da die Rechenleistung hier ganz schnell ansteigt immer. Und tatsächlich sehen wir es in den letzten 10 Jahren, dass der Anstieg sehr, sehr, sehr groß war. Das sind die roten Balken in der Nachfrage. Aber was wir halt auch sehen, ist die Effizienz, das sind die blauen Balken, die ist stark gestiegen. Und das kompensiert sich nicht genau, aber doch einigermaßen. Und das bedeutet, dass der Energieverbrauch zwar ansteigt, aber nicht so stark, wie man denken würde, wenn man allein auf die Nachfrage guckt. Und tatsächlich ist dieses Datenzentrumproblem gar nicht so groß in der Hinsicht, dass der Energieverbrauch hier tatsächlich auch über Erneuerbare zum Beispiel geleistet werden kann. Und das passiert auch. Also zusammenfassend lässt sich hier sagen, ja, na, ist ein Problem, ist vielleicht nicht das allergrößte Problem. Die größeren dazu kommen wir noch. Hier nochmal einen Aspekt, um auf die KI zu gucken, weil ich habe jetzt das ein bisschen zusammengeschmissen. Ich habe über Datenzentren gesprochen. Da sind auch solche, vor allen Dingen solche Sachen wie Streaming von Netflix und solche Sachen damit dabei. Der KI-Teil ist relativ klein. Wir wissen aber nicht genau, wie groß. An diesen Datenzentren und innerhalb des KI-Teils gibt es zwei, drei verschiedene Sachen. Im Wesentlichen das Entwickeln der Algorithmen, das kann sehr energieintensiv sein, wird aber auch sehr selten gemacht. Denn das Trainieren, das passiert häufiger und dann die Nutzung der Algorithmen, passiert ganz häufig, braucht aber nicht mehr so viel Energie pro Programm. Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Kategorie, das sind die der Anwendung. Also was kann eigentlich passieren? Die erste Feststellung ist jetzt erstmal eine allgemeine, dass nämlich zum ersten Mal der Weltklimaratbericht die Rolle von Digitalisierung aufgenommen hat und nachgewiesen hat, wo in den verschiedenen Sektoren, hier sind genannt die Städte, die Gebäude, Mobilität, aber auch die Landwirtschaft, wo da die KI zu Klimalösungen beitragen kann. Das ist also die Grundlage. Und da wird es in den nächsten Jahren bestimmt auch sehr viel mehr noch zu geben. Gucken wir uns einige Ergebnisse genauer an. Das sind die Möglichkeit, Emissionen zu senken durch digitale Technologie. Was wir erstmal sehen, dass diese digitalen Technologien in verschiedenen Sektoren eine Rolle spielen, zum Beispiel Shelter, also in Gebäuden, oder bei der Gebäudenutzung und Nutrition im Ernährungsbereich und so weiter. Das zweite ist, dass die meisten dieser Datenpunkte links vom roten Bereich liegen. Wenn die links vom roten Bereich liegen, dann bedeutet das im Wesentlichen, dass da Energieeinsparung stattgefunden hat. Das heißt, digitale Optionen führen laut den Studienlage tatsächlich zu Energieeinsparung. Wir sehen aber auch zwei andere Sachen. Das erste ist, die grünen Balken sind oft ziemlich breit. Das heißt, die Energieeinsparung kann sehr groß sein, sie kann aber auch sehr klein oder sehr negativ sein. Das heißt, es kommt wohl irgendwie auch noch auf viele andere Faktoren drauf an. Und der zweite Punkt ist, dass tatsächlich auch einige Beobachtungen im roten Bereich liegen. Das heißt, hier findet eine Steigerung der Emissionen statt. Das kann zum Beispiel ein Rebound-Effekt sein, das kann auf verschiedener Ebene stattfinden. Dass zusätzliche Emissionen durch die Nutzung reingebracht werden. Das ist vor allem dann relevant, wenn die einzelne Nutzung der Technologie effizienter ist. Effizienter heißt, dass sie dann zum Beispiel weniger Energie oder CO2-Emissionen hat, aber meist auch, dass sie weniger kostet. Wenn sie dann weniger kostet, dann wird sie öfters angewandt, weil kostet ja nicht viel, kann man ja machen. Und das kompensiert dann sofort für die Effizienzaspekte. Da muss man also aufpassen, dass es insgesamt hinhaut. Mein Lieblingsbeispiel sind die städtischen Mobilitätssysteme. Und da ist die Frage,
können die auch was beitragen zum Klimaschutz? Und die Antwort ist ja, es hängt aber ab von, was die aufgetragen. Also die auf der Y-Achse sehen wir die CO2-Emissionen pro Kilo, pro Personenkilometer von verschiedenen neuen Mobilitätsangeboten. Wir sehen sofort die zweirädrigen Angebote, das sind die Fahrräder und die Scooter, die schneiden ganz gut ab. Die sind geringer als die Benchmarks, das sind die beiden Strichen in rosa und in gelb, das Bussystem oder das U-Bahn-System. Zweirädrige Angebote sind deswegen gut, weil Faktor Gewicht, die wiegen nicht so viel. Die pro Gewicht an Scooter oder an Gefährt tragen sie relativ viel Gewicht an Personen. Das ist nicht der Fall beim Auto. Beim Auto gilt, dass 2 Tonnen Gefährt oft nur eine Person tragen. Das ist eine sehr ineffiziente Art und Weise. Das sieht man an diesen grünen Balken. Das sind im Wesentlichen die Mobilitätsangebote des Autoverkehrs, wo eine Person drin sitzt. Das bringt also nicht so viel. Das ist deutlich schädlicher. Und also auch wenn es als Ridesourcing angeboten wird. Man sieht aber noch 2 andere Farben, nämlich das Rosa und das Graue. Und da sind wir plötzlich gerade beim Grauen, sind wir im sozusagen grünen Bereich, also unterhalb des Benchmarks. Und was sind die Grauen? Das ist einfach die erhöhte Fahrerschaft von den Autos. Wenn wir im Durchschnitt nicht eine Person, sondern vier Personen im Auto haben, dann wird pro Person natürlich entsprechend der Energie- und CO2-Verbrauch deutlich gesenkt. Das führt dazu, dass es energieeffizient und CO2-freundlich ist. Und das bedeutet in anderen Worten, dass wenn es uns gelingt, ein Ride-Pooling-System zu schaffen, also nicht eins, wo man ein Einzelauto einzeln nutzt, sondern wo verschiedene Leute in einem Auto sitzen und sich das teilen, dass es dann effizient und auch klimafreundlich wird. Okay, kurzer Ausflug für diejenigen, die das mehr systematisch interessiert. Das ist die ganz große Studie zu Klimawandel und Klimaschutz mit Machine Learning oder KI. Das ist ein mehrere hundert Seiten Report, wo wir das alles aufgeschrieben haben und auch verschiedene Kategorien gefunden haben, wann KI eine Rolle spielt, zum Beispiel bei der Aufarbeitung der Daten, bei zeitintensiven Simulationen, bei der Möglichkeit, Vorhersagen zu treffen und auch bei der Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckung, zum Beispiel im Batteriebereich, wo die Simulation durch KI von verschiedenen Batteriekonfigurationen dazu führt, dass Batterien, die effizient und schnell entdeckt werden können. Ich gehe jetzt aber in einen anderen Bereich rein, nämlich, und das ist ja der Punkt, die Rolle von Städten, und gucke mich hier insbesondere die Rolle der KI an. Was ist neu in Städten? Wir haben jetzt die letzten 30, 40 Jahre gesehen, dass es eine Explosion gab von Big Data. Und diese Big Data, die fangen an hier mit Remote Sensing, also mit Satellitendaten, dann mit den Telefondaten, dann gibt es öffentliche Daten, die räumlich sehr hoch aufgelöst sind, aber mittlerweile auch Social Media Data. Dieser Datenreichtum führt dazu, dass in Städten auch viele Möglichkeiten bestehen, damit neue Lösungen zu finden. Das hier ist ein schönes Beispiel aus der Stadt Porto. Analysiert wurden in dem städtischen Bereich 16 Charakteristika, wie zum Beispiel, wie zentral ist der Punkt in der Stadt, wie gut ist er erreichbar, wie kompakt ist er, also wie viele Leute wohnen da, also Population Density zum Beispiel. Und dann außerdem war in der Stadt auch bekannt, in diesen Gebäuden, wie groß die Nachfrage an Heizung war, wie hoch groß die Nachfrage an Kühlsystemen waren und wie hoch die Transportnachfrage war. Damit konnte jetzt trainiert werden mit einem neuronalen Netzwerk, wie verschiedene Parameter der Stadt, was für eine Auswirkung die haben auf diese energieintensiven Parameter. Und natürlich mit dem Ziel zu identifizieren, welche Stadtteile am klimafreundlichsten sind und woran das liegt. Und
Das Ergebnis, das ist nicht so einfach interpretierbar, aber man kann es sofort nutzen. Nämlich die Frage, okay, in Porto, vielleicht vergleichbar zu Berlin, ja, es wird neue Einwohner geben, es wird neue Menschen geben, die da hinziehen wollen. Wo sollen die denn hinziehen, dass es klimafreundlich ist? Und hier sind fünf verschiedene Simulationen, wo die neuen Gebäude entstehen sollten. Und hier die eine steht für TOD, das steht für Transport Oriented Development. Und das heißt also eine Verdichtung der Gebäudestruktur entlang der Achsen des öffentlichen Nahverkehrs. Und all diese fünf Szenarien können jetzt mit der KI analysiert werden auf die zusätzlichen CO2-Effekte. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Transport-Oriented Development am besten daherkommt. Also das sollte man machen. Wir haben das auch selbst angewandt hier für Berlin. Wir haben uns das angeguckt. Da gibt es erstmal die Beobachtung, dass die Entfernung zum Stadtzentrum tatsächlich sehr wichtig ist. Wir sehen hier, dass die Entfernung in den äußeren Bezirken Berlins einen sehr hohen Einfluss hat auf die CO2-Emissionen, und zwar einen negativen, dass hier also zusätzlich die Mobilität angetrieben wird, die Automobilität, und dann entsprechend die CO2-Emissionen vorhanden sind. Was man auch machen kann, ist die Farben sich angucken. Die Farben stehen hier für die Einkommen. Sieht man im Grunewald, na, die jetzt Einkommen sind da eher hoch, während im Südosten von Berlin die Einkommen eher niedrig sind. Und das ist wichtig für Politik, weil wenn man jetzt sagt, okay, lass uns das Autoproblem in Berlin lösen, indem wir zum Beispiel eine Innenstadtmaut einführen, dann werden die Leute im Grunewald werden das missmutig, aber sie werden zahlen und einfach weiter das Auto nutzen, während die Leute im Südosten das vielleicht gar nicht zahlen können und dann nicht mal im Auto fahren, aber tatsächlich auch in einer Lage sind, wo sie nicht unbedingt andere Verkehrsmittel im Angebot haben. Das heißt, da sind sie eingeschmiert und da muss man sich überlegen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, des Klimaschutz, der die Leute besser, die Interessen und die Erreichbarkeit vor allen Dingen hier besser präsentiert. Das ist unsere neuesten Ergebnisse, da bin ich ganz stolz drauf, was meine Gruppe hier gemacht hat. Nämlich, wir haben uns angeguckt, welche Auswirkungen die 20 neuen Siedlungen, die der Berliner Senat gerade vorantreibt, auf die CO2-Emissionen haben. Das heißt, hier rechts auf der Karte sehen wir 20 neue Gebäudeprojekte in Berlin und die Farbwahl kodiert für die CO2-Emissionen, die dazukommen. Das heißt, wir sehen, dass einige ganz gut sind. Das sind die dunkelgrünen oder auch hellgrünen, andere nicht überraschenderweise etwas weiter auswärts. Die werden vor allem durch Autoabhängigkeit weitaus mehr CO2-Emissionen hervorrufen. Und das bezeichnet ist also ganz zentral hier, dass natürlich diese neuen Siedlungen gleich auch mit zum Beispiel in der Straßenbahn mit eingedeckt wird, was derzeit nicht prioritär genug gedacht wird. Oder dass alternativ die neuen Gebäude vor allen Dingen in diesen grünen Bereichen fokussiert werden. Das ist nicht unbedingt in der aller engsten inneren Stadt, es kann auch ein bisschen außerhalb des S-Bahn-Rings sein, sollte bloß halt nicht zu weit außerhalb sein, sondern so, dass es da eben noch gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar ist. Okay, das ist jetzt ein bisschen technisch, da geht es auch um diese Kausalität, die die städtischen Eigenschaften haben auf die CO2-Emissionen im Verkehr in diesen Städten. Das ist deswegen aber interessant, weil die Technik, die wir da anwenden, dann tatsächlich können wir auf mehrere Städte anwenden, also nicht nur Berlin, sondern auch Städte auf andere Kontinente. Da sehen wir, dass verschiedene Art von Eigenschaften relevant sind, nämlich die Entfernung zum Stadtzentrum, die Entfernung zu den Arbeitsplätzen, das ist eine etwas andere Metrik, die Bevölkerungsdichte und die Dichte an Verkehrskreuzungen, Street Connectivity hier. Wir sehen, dass zum Beispiel in der Metrik Distanz zum Zentrum, dann geht es irgendwann weiter nach oben, zum Beispiel Berlin. In Berlin gibt es ab 30 Kilometer relativ stark nach oben. Das sind relativ stark lichtnäher Effekte, in anderen Städten nicht gleichermaßen stark da ist. Oder in der Aspekt Entfernung zur Arbeit ist auch Bogota, hat da relativ schnell noch so ein Threshold bei 12 Kilometern Entfernung zum Stadtzentrum. Das heißt, da kann man eine bestimmte Art von Entfernungsrelevanz herausfinden und wie wichtig da die Metriken sind.
Okay, das ist vielleicht ein bisschen Text, es tut mir leid. Was ich hier eigentlich sagen möchte, ist, dass Städte, die sind vor allen Dingen relevant für die Gestaltung physischer Infrastrukturen, im Wesentlichen für Straßen und Gebäude. Wie sieht die Stadt aus? Das macht eine Stadtverwaltung. Die entscheiden, wo kommt ein Straßenbaum hin? Wie wird der Radweg geplant? Wie machen wir das, die Ampelschaltung? Solche Sachen werden auf Ebenen der Städte entschieden. Und das bedeutet natürlich, dass auch das Lebensgefühl in Städten, auch die CO2-Emissionen in Städten anfallen, tatsächlich darüber beeinflusst werden. Und das war immer schon so. Was jetzt neu dazukommt, ist die digitale Infrastruktur, nämlich die Möglichkeit, mit digitalen Instrumenten, aber auch mit digitalen Daten auf der physischen Infrastruktur drauf zu operieren und damit die Ergebnisse zu verändern, optimalerweise natürlich in eine bessere Politik. Jetzt mache ich wieder einen Sprung. Also ich hatte ja über die Compute-Related Impacts geredet, dann jetzt über die Anwendungen und jetzt kommen wir zu den systemischen Konsequenzen. Ich hatte schon angedeutet, naja, was ist jetzt Digitalisierung? Digitalisierung ist weder gut noch böse, um Shakespeare zu paraphrasieren. Es kommt darauf an, was man draus macht. Und was wir sehen, ist, dass beides passiert. Es wird Gutes gemacht, zum Beispiel die Erneuerbaren kommen schneller ins System rein und es gibt neue Technologien, die hilfreich sind. Aber was schlecht ist, zum Beispiel die KI wird auch genutzt, um Ölfelder schneller und besser auszubeuten. Es kommt also, und das zeigt das Beispiel, zeigen diese Beispiele schon an, es kommt jetzt nicht darauf an, das ist einfach, dass man jetzt jubeln kann, ja, das ist ja toll, das können wir jetzt für die all guten Sachen anwenden. Nein, das Problem ist, es wird auch für die schlechten Sachen angewandt und das ist dann nur eine gesellschaftliche Frage, es ist nicht eine Frage von der KI selbst, sondern es ist eine Frage der Gesellschaft, wie wir damit umgehen und ob wir zum Beispiel es schaffen, bestimmte Anwendungen zu verbieten oder zum Beispiel durch Klimaschutzpolitik wie CO2-Bepreisung oder andere Maßnahmen dafür sorgen, dass es total unattraktiv wird für die KI, das überhaupt zu nutzen für die Ölfeldexploration. So, es gibt aber andere Aspekte. Hier gibt es verschiedene Pfeile der Digitalisierung und der KI. Der mittlere Pfeil geht zur planetaren Stabilität und das sind die Sachen, die wir auch schon geredet haben. Dass es natürlich einen Einfluss darauf hat, über die Energie, über die Anwendung, über die direkte Konsequenzen, aber auch über die Anwendung. Und das kann einen positiven Impact haben. Es gibt aber zwei andere Routen. Das eine ist zur Ungleichheit oder Gleichheit oder distributional Verteilungseffekten im Wesentlichen. Das andere ist, was ich hier Political Agency nenne, die Möglichkeit des politischen Handelns. Der Punkt ist, dass Digitalisierung überall darauf Einfluss hat. Ich gehe gleich die spezifischen Einflüsse etwas genauer durch. Dass die Ungleichheit und auch die Polarisierung, die Political Agency, aber auch Aspekte hat auf die planetare Stabilität. Und der Grund ist, dass sehr ungleiche Gesellschaften es sehr schwierig finden, Politik, die in die Zukunft gehen, gemeinsam zu entscheiden, die für den Klimaschutz wichtig sind. Genauso ist es so, dass polarisierte Gesellschaften, vor allen Dingen die, die jetzt auch über die sozialen Medien so stark geformt werden, ein Problem haben, gemeinsam einen Grund zu finden, der wichtig ist für Entscheidungen. Also ich würde da gerade im Moment dabei bleiben, weil meines Erachtens das so zentral ist. Die TikTok hat zwei verschiedene Anwendungen. Das eine ist das chinesische Geschäftsfeld und das andere ist das US-europäische Geschäftsfeld. Und die Algorithmen, die bei TikTok in China dahinter stehen, sind andere als die, die in den USA und Europa dahinter stehen. In China gibt es die Optimierung darauf, dass tatsächliche Lernerfolge durch TikTok generiert werden, dass also dass darüber auch gelernt werden kann. Das zweite Kriterium für die algorithmische Anwendung ist Mental Well-Being. Also da wird darauf geachtet, dass niemand das zu viel nutzt zum Beispiel, dass aber auch keine verstörenden Nachrichten so einfach da reingespült werden. In den USA und Europa ist das anders. Da sind die Algorithmen tatsächlich auf eine Verdummung ausgerichtet. Da wird also sehr viel emotionalisierendes
Material reingespült. Und das hat natürlich gesamtgesellschaftliche Konsequenzen. Hier möchte ich kurz darauf eingehen, auf die spezifischen Aspekte, auf Ungleichheit von der Digitalisierung. Das sehen wir global, auf jeden Fall eben bei den Einkommensverteilungen. Das nehme ich vor allen Dingen in Nordamerika durch die Automatisierung, Robotisierung und Nutzung von digitalen Technologien die Einkommensverteilung nochmal auseinandergegangen ist. Also bestimmte Jobs wurden nicht unbedingt so einfach nur wegrationalisiert, sondern vor allen Dingen wurde die Arbeit, die immer noch nötig war, weniger wert und dadurch haben viele eine Einkommenseinbuße hinnehmen müssen. Andere Sache ist die Supply Side, also dass die Angebotsseite auch gerade der Materialien, die der Digitalisierung darunter stehen. Das ist nämlich keine rein virtuelle Technologie. Natürlich brauchen wir Computer, Handys und so weiter. Und das Problem ist, dass hier seltene Mineralien in Einsatz kommen, vor allen Dingen in Ostzentralafrika. Damit hängt zusammen Versklavung, Kinderarbeit. Das gibt keinen sozialen Schutz. Und es gibt tatsächlich auch sehr viel Gewalt in der Förderung und gegenüber angewandt, gegenüber der lokalen Bevölkerung bei dem Mining. Das heißt, es ist in der Tat ein großes Problem. Ein anderes Problem der Ungleichheit ist der Konsum, dass nämlich der Konsum die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, global gesehen ungleich verteilt ist. Hier vielleicht nochmal eine gewisse Formalisierung des Polarisierungsthema. Da gibt es natürlich auch Geschäftsmodellgründe hinter. Die Plattformen, das sind ja Plattformmodelle, die zählen ja nicht als Publisher, also nicht als ja, journalistische Medien, sondern die werden als Plattform charakterisiert. Deren Geschäftsmodell besteht darin, die Nutzerdaten zu sammeln und zu monetarisieren. Um die Nutzerdaten möglichst viel zu kriegen, werden die Nutzer wiederum so manipuliert, dass sie möglichst lange auf den Plattformen bleiben. Und tatsächlich gibt es ja auch, und das ist dann möglich, die Einflussnahme über die Algorithmen auf das, was Nutzer denken, zum Beispiel auf die politische Meinung. Und das ist vor allem den Cambridge Analytica und die Trump Election 2016 sind das dominante Beispiel hier. Das Problem ist, dass diese Sache immer noch nicht politisch angegangen sind. Also es gibt weitere Nachweise, dass vor allen Dingen russische Betreiber systematisch die sozialen Medien im Westen manipulieren. Und vor allen Dingen im Sinne von Polarisierung, was gerade auch zum Beispiel im Gaza-Konflikt sichtbar ist, dass da eine sehr große Polarisierung stattfindet, die vor allen Dingen auch über Twitter und TikTok gesteuert wird. Ich hatte angedeutet, dass diese Aspekte der Polarisierung und der Ungleichheit wichtig sind für den Klimaschutz. Und hier möchte ich den Nachweis antreten. Wir haben uns die globalen Daten angeguckt für Klimaschutzpolitik und haben das festgestellt mit mathematischen Methoden, was dahinter steht. Und was wir herausgefunden haben, das ist jetzt auch an sich nicht neu, aber in der Datenansatz ist das neu, dass das soziale Kapital extrem wichtig ist. Das soziale Kapital wird wiederum durch Ungleichheit zerstört. Das heißt, eine gleichere Gesellschaft und eine weniger polarisierte Gesellschaft hat mehr soziales Kapital und da gibt es mehr Möglichkeiten, einerseits auch für die Lebensqualität, die zu erhöhen, aber auch Klimapolitik zu machen. Das ist hier noch ein bisschen vereinfacht dargestellt. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir aufbauen auf sozialem Vertrauen in einer einigermaßen gleich verteilten Gesellschaft, dass wir darauf effektive Klimaschutzpolitik machen, die immer auch Verteilungsaspekte hat. Und die Verteilungsaspekte sollten dann impartial, also gleichermaßen für alle gelten und progressiv sein. Allein deswegen, dass die Fundierung dieser Klimaschutzpolitik uns nicht flöten geht. Deswegen ist es schon richtig, dass eben im Klimaschutz auch sehr, sehr stark über Verteilung gerungen wird. Leider nicht immer zum Besseren. Aber steht da tatsächlich auch dahinter. Okay, das ist dann
Ja, vielleicht noch eine Warnung, dass es eben, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber auch die Art und Weise, wie wir Klimaschutz erreichen, ist wichtig, dass es nämlich auch Probleme geben kann, zum Beispiel über eine Art von Ökodiktatur, die über die Instrumente der Behavioral Control in den sozialen Medien erreicht wird. Das ist ein bisschen passiert jetzt so nicht. Es gibt einzelne Beispiele, wo das auch stattfindet. Aber im Wesentlichen ist das die Aufforderung, allgemeiner darüber nachzudenken, was Digitalisierung auch für unsere politische Kapazität als Individuen bedeutet. Also die Möglichkeit zu reflektieren und im sozialen Miteinander zu agieren. Das sind verschiedene Punkte. Ja, vielleicht hat ein oder zwei von euch das schon mal gehört. Daniela Meadows, eine Wissenschaftlerin, die auch den Club of Rome-Bericht mitgeschrieben hat, hat 12 Leverage Points identifiziert, also Hebelpunkte, um Systeme zu ändern. Die wiederum kann man hier klassifizieren in Regeln, in Struktur, in Ziele und in Mindsets. Die sind alle wichtig sozusagen, um ein System zu verändern. Also da ist natürlich sehr wichtig, dass das Verständnis dazu haben, worum es geht im Anthropozän. Es geht dann aber auch zum Beispiel um die Struktur von Daten, die vorhanden sind. Deswegen finde ich das, was in der zweiten Sache bei der Struktur Information Flow steht, sehr interessant, ein epistemisches Netz, um ein gemeinsames Verständnis der Erde voranzubringen. Also, dass die Datenbasis wirklich kohärent ist. Genau, das deutet schon darauf hin, wir werden die Maschinen nicht mehr abschaffen können, wir werden mit Maschinen leben müssen. Und was wichtig ist, hier in einer koevolutionären Perspektive zu denken, wir entwickeln uns weiter, die Maschinen entwickeln uns weiter, wir schaffen neue gegenseitige Abhängigkeiten und dass wir uns sehr bewusst über diese Dynamiken sind und nachdenken, was das für uns bedeutet. Und dann, ja, was bedeutet das dann für Klimaschutz? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo KI eine Rolle spielt in der Governance, um uns also zu helfen, die Klimaschutzentscheidungen zu treffen. So bei den Pathways, das sind wirklich Nutzung dieser KI-basierten Technologien, sei es in der Mobilität, sei es bei den erneuerbaren Energiesystemen oder dann eben auch als Werkzeuge. Zum Beispiel für die nachhaltige Stadtplanung, dass die Datenbasis uns das einfach ermöglicht, schneller festzustellen, wo was möglich ist. Frage dann, sind die KI und die Klimageschichten miteinander verbunden? Und ich würde sagen, naja, politisch nicht unbedingt. Also, wir müssten klimamäßig, also die fossilen Energien auf jeden Fall aus dem System hauen. Das geht verschiedenermaßen. Es geht um eine CO2-Besteuerung, es geht aber auch um eine Regulation. Es geht darum, also das ist ja auch gut verstanden, was wie interagiert. Also es ist eine Mischung aus Politikinstrumenten, ja auch nichts mit KI zu tun. Und bei der KI ist es anders. Da gibt es auch bestimmte Instrumente, die jetzt vorangetrieben werden. DMA ist der Digital Market Act der Europäischen Union, die sich vor allen Dingen die Monopolstrukturen anguckt und da jetzt auch in Aktion tritt. Das ist eine Erfolgsgeschichte. In den USA geht es vor allem um Section 230. Weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Section 230, er ist aus den 90er Jahren ein Satz, das ist wirklich nur ein Satz von 26 Wörtern, der sagt, dass diese Datenunternehmen, Big Tech, dass die im Wesentlichen keine Publisher sind, sondern Plattformen. Und damit unterliegen die nicht dem Publisher Regulation. Das heißt, im Wesentlichen kann halt alles Mögliche mit auf diesen Plattformen geschehen. Was halt auch diese sehr detrimentalen Konsequenzen hat. Und die Idee ist, diese Section 230 abzuschaffen, aber einfach zu streichen. Damit werden Unternehmen wie Twitter oder X heißt das ja jetzt automatisch verantwortlich für die Inhalte und können nicht mehr alles so laufen lassen. So, dann die Frage, aber hängt das noch anders zusammen? Klar, also das habe ich versucht zu zeigen. KI kann Klimalösungen anbieten oder verbessern. Und dann gibt es konzeptuell den Zusammenhang, ich versuche nochmal aufzuzeigen, der direkt ist da nicht ganz stark, aber über die Ebene von Demokratie und sozialem Vertrauen, hier zum Beispiel Repeal of Section 23 to maintain social trust, also dass die sozialen Medien da nicht mehr so unberührt agieren können.
Dann den sozialen Vertrauen ist halt wichtig, um die Klimaschutzlösung auch gesellschaftlich hinzubekommen. Wir brauchen dann aber auch ein stabilisiertes Klima, also ja, hoffentlich nicht mehr als 1,5 Grad Erwärmung, aber wenigstens weniger als 2 Grad Erwärmung, um die Lebensgrundlagen zu halten, die natürlich dann auch wichtig sind für Demokratie. Und dann hatten wir ja schon diskutiert, die KI kann technische Lösungen für den Klimaschutz unterstützen. Ja, das ist mein Vortrag. Ich hoffe, der war interessant. Ich habe noch eine Frage an euch, aber jetzt würde ich erstmal das umdrehen und hören, was ihr, wie ihr drüber denkt und was für Nachfragen ihr noch habt.